So, hi Leute, also ich gehe von der Lautstärke nochmal runter auf 5. Genau, also willkommen zurück zum neuen Spiel. Und zwar, ich habe mich wieder für Lego-Spiel entschieden. Diesmal geht's hier beim Lego The Hobbit los mit der Herr der Ringe-Reihe. Also erstmal Lego The Hobbit und dann Lego der Herr der Ringe. Die ganzen drei Teile durch. Ja, auf jeden Fall erstmal ein neues Spiel und ich gucke mal, wie weit ich komme. So, Spielstand 1 werde ich beschreiben. Ich hatte vorhin noch was an der Einstellung natürlich geändert, damit wir Fullscreen HD haben. Deswegen starten wir mal rein in das erste Kapitel mit dem Bilbo Beutlin. Mein lieber Frodo, du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Es begann vor langer Zeit. In einem Land weit im Osten. Dort lag die Stadt Thal. Friedlich und wohlhabend. Denn diese Stadt lag vor den Toren des größten Königreichs in Mittelerde. Erebor. Bergfestung von Thror. Den König unter dem Berge. Den mächtigsten aller Zwergenfürsten. War seine Herrscherlinie doch gesichert durch seinen Sohn und seinen Enkel. Alle huldigten ihm, selbst der große Elbenkönig, Thranduil. Herr, unser König möchte, dass du und dein Sohn die heutigen Bergbauarbeiten beaufsichtigen. Ja, also hier sehen wir schon den ersten, wo wir nicht öffnen können, diese Kiste dort. Ansonsten muss ich alles zerstören, um an diese ganzen, ja, Stats schon ranzukommen. Ich hier selbst die kleinen Steine alles wegmachen. Das sieht man natürlich oben, jetzt sind schon gelb eingefärbt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das hier schimpft. Also wie gesagt, da geht es nicht durch. Hier unten haben wir auch alle schon. So, also auf jeden Fall Stuff ansammeln beim ersten Durchlauf. Machen wir schon mal, damit wir uns später hinterher was Gutes kaufen können. So, hier haben wir schon das erste zum Bauen. Ja. Sammeln wir natürlich drumherum die ganzen Stats mal ein, die nicht runterfliegen. Und dann können wir hier einmal schauen. So, Y gedrückt und das Spielrad. Dann kann ich nämlich einen neuen Charakter aufrufen. Das wäre das der. Der ist es. Genau. So,
Und dann hier nochmal. Ups. Und dann kann ich nämlich mit dem nochmal gegenhaue und schon ist er eingestampft. So, und jetzt mal wieder auf den Turing. Und dann geht's ab in die nächste Halle. Wirklich schon mal am Anfang das mit, was ich mitnehmen kann. Ne? Der Rest, der wird beim zweiten Spieldurchlauf dann alles eingesammelt. Etwas, was man nur mit Bomben oder irgendwie sowas in der Art mit Sprengkörpern wegkriegen kann, diese großen silbernen Figuren. Hier, da komme ich noch nicht weiter. Gute Waffen. So, das können wir werfen. Zack. Oh, und das fällt jetzt runter. Ups. Oh, der ist Hähnchenschenkel. Appetit, ne? Ihr Reichtum lag in der Erde. Ja, das wollte ich ja gar nicht, aber warte mal. Edelsteinen, doch, geschlagen mit dem mal. Bums! Mit riesigen Goldadern, die die Flüsse durch den Stein fließen. Machen wir später. Jetzt sammeln wir erstmal hier alles ein, was ich mitnehmen kann. Bevor ich mich natürlich dann irgendwo dranhänge. Da muss ich gleich mal gucken, wofür das genau ist, was ich da gemacht habe jetzt. So, jetzt kann ich mich mal hier dranhängen erstmal. Okay, das funktioniert so noch nicht mal. So, warte mal, wofür ist denn das jetzt? Wieso? Nee. Offensichtlich funktioniert das auch noch nicht. So, okay, dann machen wir jetzt so. Und den nehmen wir jetzt für die andere Seite dann. Damit machen wir jetzt das Tor auf. Oh.
Und da können wir jetzt tatsächlich schon was einsammeln, nämlich Holzbretter habe ich jetzt. Also ich muss bestimmte Rohstoffe sammeln, um was bauen zu können. Das wird, glaube ich, auch hier erklärt. Genau, mit Lego-Rohstoffen kannst du da nützliche Dinge können wir schmieden. Also alles, was schwebt, das können wir dann mit einsammeln. Hier haben wir schöne Kristalle, diese grünen. Bretter kann man, glaube ich, nicht genug haben. So, da haben wir dann die erste Kiste, also ein Mini-Kit. Dafür brauchen wir auch 10 Stück. So, ja, da können wir durchkriegen da unten. Haben wir auch kleine, ja, Mini-Stats. So, und ich muss quasi einen Schlüssel schmieden, glaube ich, um da durchzukommen. Ja, natürlich, die Hobbits können da durchkriechen. Das wird geringer ein Problem sein. Ja, genau. Einfach B drücken, dann haben wir es gleich. Goldbarren, die brauche ich dann für den Schlüssel. Kann ich mir eigentlich, da oben komme ich glaube ich nicht dran, und das ist, was da hängt, und sonst habe ich auch alles weg. Ah ne, hier ist noch was. Nehmen wir das natürlich noch mal mit. Ja, und hier kann man halt nur mit dem Bogenschütze oder sonst was irgendwie da dran das Ding öffnen. So, dann gucken wir mal, was wir schmieden können. Das sind natürlich jetzt die Rohstoffe hier. Warte mal. Achso, wegen dem Schlüssel dann. Also, das ist jetzt so eine Art Tutorial, deswegen ist da was vorgefertigt. Und das müssen wir dann auch jetzt machen. Und das bringt nämlich den Schlüssel, glaube ich, jetzt dann zum Vorschein. Okay, dann müssen wir halt drücken X, A, B oder Y, um dann zu schmieden. Zweimal, glaube ich. Ah ne, fertig schon.
Die Fertigkeiten der Zwerge suchten ihresgleichen. Sie erschufen Gegenstände von größter Schönheit. Aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren. Schwupp. Schon haben wir die Tür, die große, auf. So, hier, das ist ein riesen Rohstofflager. Ja, schau mal, der muss nämlich etwas, dem muss man was bringen. Nämlich das hier. Und dann haben wir einen weiteren Charakter bei uns in der Liste. Jetzt zerschnitzen wir erstmal die ganzen Gegenstände, damit ich ordentlich was einsammeln kann an Ressourcen, Rohstoffen. Jetzt muss ich aber durch Sachen noch zerhacken. Weil der nämlich den ordentlichen Schlag braucht immer. Alles mitbauen, das finde ich auch sehr interessant immer. Ist zwar alles vorgefertigt, vorgegeben, aber man sieht dann, wie man diese Sachen
machen kann. Man könnte sie jetzt teilweise, wenn man selbst diese Lego-Sachen hat, einfach mit nachbauen. Glaube ich, der hier. Nein, der hier. Ist aber. Ah, okay, der passt so ins Lenkrad. Ins Lenkrad, genau. Das gibt es jetzt 9000 hinzu. So, und jetzt wird hier schön Rohstoffe rausgehackt. Aufhörlich schürften sie tiefer in der Finsternis. Und dort fanden sie ihn. Das Herz des Berges, der Arkenstein. Thors Liebe zum Gold war zu übermächtig geworden. Eine Krankheit begann in ihm zu wachsen. Eine Krankheit des Geistes. Und wo Krankheit gedeiht, wird Schlimmes folgen. Das erste, was sie hörten, war ein Lärm, wie von einem wilden Sturm. Balin, Schlageralarm. Thorin, was ist das? Ein Drache. Drache! Es war ein Feuerdrache aus dem Norden. Die Stadt bedeutete Smaug nichts. Denn Gold weckt in Drachen ein dunkles, wildes Verlangen. Smaug war gekommen. Können wir jetzt die Sachen ziehen? Hatten wir ja vorher noch nicht. Ah, das ist die Speicherstatue, genau, die haben wir. Da können wir dann quasi einmal speichern und fortfahren. Und dann zerbricht die auch. Wir können nur noch ein paar Stats ansammeln. Smaug zerlegt hier schon was. So, da brauche ich wieder jemanden, der da richtig drauf haut. Das macht Thorin mal. So, da wechseln wir wieder. Weil, also das hier geht nur zu zweit, aufpassen, so geht das. Auf den Huckepack nehmen und dann voll gegenschleudern. Und dann haben wir Matrix Move in Lego der Hobbit. Yeah!
Hier können wir wieder nur ziehen, um uns den Weg weiter frei zu machen. Da kommen wir nicht rein, da brauchen wir was anderes für später. So, und auch das hier geht wieder nur zu zweit. Muss ich uns jetzt draufstellen, glaube ich, genau. Und dann wieder machen wir das hier flach. Also die Level und Kapitel, die sind natürlich hier schon lang, muss ich sagen. So, das da könnten wir nehmen. Einen Moment. So, gehen wir hier mal los. So bekomme ich nachher die Tür auf. Schauen wir mal, ob ich hier was machen kann. Weil er sich da so gespawnt hat. Na, warte mal, vielleicht. Ja. Ach, das ist so. Nein, auch nicht. Okay, kommen wir hier ran. Haben wir das andere Feuer alles gelöscht? Da können wir, glaube ich, jetzt weiter fortschreiten. Da oben kommt glaube ich, nur ein Zauberer ran. Ja, dann machen wir mal die Tür auf hier. Schatzkammer von Smaug.
So wie es aussieht, kann ich gleich schon das erste Richtige schaffen hier. So, da, Meisterdieb. So, das hängen wir dran und ziehen es natürlich wieder runter. Ja, komm schon. Kommen hier und dann genau, warte mal. Machen wir das nochmal mit dem, glaube ich, oder? Und doch den. Kann ich das nicht werfen, oder? Nee. Oh. Hoppla. Oh, oh. Auch der. Ja, warte mal. Ich will mal kurz schauen. Okay, Lego-Haken zu verwenden. Achso, warte mal. Genau, auf die andere Seite komme ich dann noch gar nicht. So, aber hier war das Lego-Haken. Na, oh nein. Na, wo ist der noch? Ne, genau. Hä? Ne. Ah nein! Okay, wie ist nicht gestorben? Zack! Alle rüber! Auch hier muss ich jetzt wieder mit Zweien hantieren. Erebor war verloren. Und das erste Kapitel geschafft.
Thranduil wollte das Leben der Seinen nicht dem Zorn des Drachen aussetzen. Von den Elben kam an jenem Tag keine Hilfe und an keinem anderen Tag seitdem. Der junge Zwergenprinz hat nie vergeben und nie vergessen. So, seht ihr, habe ich sogar noch eine freigeklinkt, die müsste man aber später kaufen. Aber es dauert schon über 160.000. Habe ich ordentlich was eingesackt schon. Und natürlich auch den Meisterdieb bereits abgehakt. Minikrieg nur 2 gefunden, aber das war beim ersten Mal spielen total in Ordnung. So, tatsächlich Ereignisse freigeschaltet, die spielen aber auch erst in der Open World eine Rolle. Das heißt, werde ich so mal machen.